Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es mal wieder um eine App. Und zwar um meine allerliebste App, die App Musical.ly. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Ich bin dort sehr, sehr aktiv. Und da mir diese App so viel Spaß macht und ich so eng mit euch dort in Kontakt stehe, dachte ich mir, ich zeige euch mal heute meine Musical.ly-Routine. Also was ich da immer so mache, wie ich das mache, wie ich die Lieder finde, was ich für Songs benutze, wie man auf Musical.ly streamen kann, weil mich viele gefragt hatten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir legen los. Ich blende euch hier unten jetzt mal ein. Das ist mein Musical.ly-Profil. Und ihr seht, ich habe schon sehr, sehr viele Musicals gemacht, schon 207. Also wirklich viele. Und am liebsten suche ich mir die Songs eigentlich selbst aus. Und ich folge da zwei ganz coolen Seiten, die immer sehr, sehr schöne Lieder haben, finde ich, die man cool nachmachen kann. Und zwar ist es einmal die Seite Musical.ly Speed Up. Und hier wirklich super, super coole Lieder. Sowas unter anderem. Ansonsten finde ich Musical.ly Twist auch richtig cool. Die machen auch immer coole Lieder. Ja, das sind so die beiden Seiten, wo ich mir am liebsten die Lieder raussuche. Ansonsten halt die allbekannten Musical.ly Songs. Ihr könnt mal hier auf YouTube Musical.ly Songs eingeben. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar Videos, habe ich nämlich auch schon geguckt. Und da zählen die ganzen Lieder auf, die man auf Musical.ly schon mal gemacht haben sollte. Wie zum Beispiel Two Phones oder Black Coast oder ich weiß nicht. Die ganzen Songs, die halt jeder so auf Musical.ly macht. Und wenn ich dann ein Lied gefunden habe, was ich cool finde und was ich natürlich auch kenne, weil ihr solltet die Songs schon kennen und wenn ihr sie nicht kennt, dann solltet ihr euch die öfters anhören, damit ihr einfach vertraut damit seid und auch wisst, was das bedeutet, was da gesungen wird. Dann wähle ich halt irgendeinen Song aus, in meinem Fall ist es jetzt hier E.T. von Katy Perry und gehe dann meistens auf die Schere, um mir den Song einfach nochmal anzuhören. Weil es kommt ja auch immer drauf an, ihr könnt ja auch selbst entscheiden, wo er anfangen soll. Ich glaube hier jetzt nicht, weil diese ganzen Seiten das schon so zurechtgeschnitten haben, wo es anfängt und wo es endet. Aber generell, wenn ihr das zum Beispiel mit euren eigenen Liedern macht, könnt ihr das zurechtschneiden. Kann es auch schon losgehen. Ihr müsst natürlich gucken, dass man euch gut erkennen kann. Ich mache vorher auch immer noch meine Handykamera sauber. Meistens mit meinem Oberteil. Sehr professional. Und dann gucke ich, wie die Belichtung so ist. Jetzt ist sie ganz gut, weil ich mit Tageslicht auch filme und deswegen kann man mich sehr gut erkennen. Und dann geht's auch schon los. Ich überlege mir eigentlich vorher schon immer, was ich machen könnte, aber so einen krassen Plan habe ich da jetzt auch nicht. Also ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und für die, die ganz neu auf Musical.ly sind, ich stelle immer schnell ein unten, weil normal einfach, dann läuft es normal ab, der Song, und ist einfach ein bisschen zu schnell für mich persönlich. Und langsam, dann wird es am Ende ganz schnell abgespielt. Also müsst ihr immer schnell machen und dann wird es auch richtig abgespielt. So, jetzt legen wir los. Und wenn so d-d-d-d kommt, also dieses Take Me, dann stoppe ich das Ganze und mache dann so hintereinander mehrere Bewegungen, stoppe immer wieder zwischendrin, dass es so einen coolen Effekt hat. So, und jetzt zeige ich das Ganze. Und so funktioniert es bei mir, das ist wirklich so einfach, das bekommt jeder hin. Falls ihr die Texte gar nicht versteht, könnt ihr euch die auch übersetzen, weil ich finde, wenn man die falschen Bewegungen macht, ist es so ein bisschen komisch. Und gerade für alle, die aus Amerika oder so kommen, die denken sich dann so, was macht die da? Und dann könnt ihr noch einen Filter drauflegen, indem ihr nach links oder nach rechts wischt. Ich wische meistens nur nach rechts, das ist der Filter Latin, der gefällt mir ganz gut, ansonsten finde ich alle anderen ein bisschen zu krass. Bei diesem Musical.ly würde ich zum Beispiel auch gar keinen Filter drauflegen, weil ich das nicht ganz schön finde. Und ansonsten könnt ihr noch Hashtags dort reinsetzen. Ich benutze eigentlich meistens den Hashtag LipSync, der geht eigentlich immer. Oder den Hashtag Deutschland, der geht auch eigentlich immer. Oder ihr macht es halt auf Englisch, Germany. Oder natürlich mein Hashtag CC's. M-Crew und viele hatten gefragt, was das bedeutet. Das bedeutet einfach CC, mein Name. M wegen Musical.ly und Crew, weil Crew und so. Und ja, genau so wird er geschrieben und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn immer benutzt, wenn ihr was von mir inspiriert habt oder wenn ihr ein Duett mit mir gemacht habt. Denn ich gucke immer ganz fleißig unter diesen Hashtag und wenn ihr den Hashtag nicht anwendet, dann sehe ich das alles nicht.
was wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich das gerne anschaue. Deshalb benutzt unbedingt den Hashtag, wenn ihr was mit mir macht auf Musical.ly. Und ansonsten kann man das Ganze auch schon posten. Ja, das war es auch eigentlich schon. Also das, was ich auf Musical.ly so mache, wie ich meine Musical.lys mache. Ansonsten habe ich manchmal so ein paar Tricks, wie zum Beispiel mit der Sonnenbrille. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how hard they try. We never gonna die. I just wanted you to know. Das war so, so einfach. Und da seht ihr, dass mir die Sonnenbrille quasi so auf die Augen drauf liegt. Und das geht so, so einfach. Ihr nehmt einfach euer Handy, macht das, was ihr machen wollt. Und in dem Moment, in dem ihr irgendwas halt verändern wollt, eine Sonnenbrille aufsetzen wollt oder euer T-Shirt wechseln wollt, müsst ihr einfach, ich mache das zum Beispiel immer so mit der Sonnenbrille, macht dann diesen hier, hört dann auf, setzt meine Sonnenbrille auf, macht wieder diesen hier und dann sieht es so aus, als wäre sie draufgeflogen. Also wirklich so, so einfach. Und dasselbe könnt ihr mit dem T-Shirt machen, indem ihr das einfach so zieht und dann hört ihr auf und habt es dann so in der Hand. Ihr müsst natürlich was anderes anziehen. Und das ist so das, was ich dann immer auf Musical.ly mache. Ist wirklich so, so einfach und es kann wirklich jeder nachmachen. Und ich würde sagen, das war's mit meiner Routine. Ihr könnt euch gerne von meinen Musical.lys inspirieren lassen. Jetzt zeige ich euch noch, wie man streamen kann. So Leute, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ihr ladet euch einfach die App in eurem Store runter. Bei mir ist es jetzt hier der App Store. Ich habe sie schon runtergeladen und sie nennt sich live.ly. Schreibt sie euch nochmal hier hin und verlinkt sie in der Infobox. Die müsst ihr euch runterladen und dann kommt das hier. Wenn ihr das allererste Mal auf diese App geht, dann müsst ihr es bestätigen, dass es mit eurem Musical.ly-Account verbunden ist. Dann drückt ihr auf diesen roten Kreis hier, was ich gleich machen werde und dann streamt ihr. Aber ich muss jetzt erstmal eine richtige Position festlegen und dann kann ich loslegen zu streamen. So, jetzt habe ich mir hier so mein kleines Stativ aufgebaut. Das mache ich immer mit meinem Laptop, weil ich dann auch manchmal Musik anmache. Und ich würde sagen, ich starte den Stream. Vorher muss ich das hier erstmal scharf machen. So, also. Das ist jetzt Stand der Dinge. Wir sehen jetzt so aus. Ihr könnt jetzt hier drauf drücken und eingeben, wie eure Sendung heißt, die ihr gerade macht. Und ich mache jetzt mal CC's M-Crew und ein Herz dahinter. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Wir drücken auf den roten Knopf. Das bereitet vor. Und jetzt werden all eure Follower informiert, dass ihr gerade am Stream seid. Und kommen dann online. Und da unten seht ihr die Likes. Und ich muss denen jetzt erstmal erklären, was ich hier überhaupt mache. So, jetzt gucken 34 Leute zu und ihr seht, da sind die Likes. Und vielleicht filme ich gleich nochmal, wenn ich die Leute informiert habe, was ich hier gerade mache. Got me feeling like Swayze. Let me kiss you in French. But I can make it go crazy. Singing with my tongue like ooh la la la. My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bruh. And that goes for anyone around us. You better run, run, yeah, that bitch don't play. I'll bring the karma to your game. You better run, run. I got a Glock in my Rari. 17 shots, I'm like, yeah, this is mine. Wonder when she'll be mine. She walk fast, I pass, rewind. And see that as one more time. I got this soda. Let me boys, they know. One for the plug and one for the load. Und dann sehen wir uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Let's go.